Und ja, ich habe den Luxus, theoretisch für zwei Länder Fußball zu spielen. Und ja, für mich ist jetzt oder für mich war immer das Ziel, ein großes Turnier auch zu spielen. Und ich sehe da halt meine Chancen besser. Ich werde 29, also ich habe nicht mehr so viel Zeit in meiner Karriere. Ja, wenn es gut läuft, 7, 8 Jahre. Und ich will ja, in meiner Karriere so viel wie möglich mitnehmen. Ich denke, der Zeitpunkt ist jetzt für mich gekommen. Vielleicht war es auch schon vorher, ich war mir nie ganz sicher, aber ja, es hat sich jetzt so ergeben. Ist schwierig zu sagen, weil ich fühle mich nicht, wie sagt man, zu einem bestimmten Land hingezogen. Ich sehe die Welt eigentlich ohne Grenzen. Natürlich im Fußball muss man sich irgendwann entscheiden. Ich habe halt die Möglichkeit für zwei Nationen zu spielen und wo ich mich nicht unbedingt, ich will nicht sagen wohlfühle, aber die mich herausfordern und ja, das ist auf jeden Fall auch eine Entscheidung dafür. Generell schaue ich nicht viel Fußball, aber ich habe natürlich ein paar Spiele verfolgt, auch von der Nationalmannschaft und ja, ich glaube, die afrikanischen Mannschaften ist natürlich eine andere Spielweise, aber ich denke, die algerische Nationalmannschaft steht für offensiven Fußball, der und haben auch viele sehr gute individuelle Spieler. Es hat jetzt in den letzten 1, 2 Jahren nicht so gut funktioniert, aber ich denke, sehr viel Potenzial, auch Weltklasse-Spieler, muss man ja auch sagen, sind dabei. Und ja, ich denke, wie man dann spielt, das kann ich ja jetzt noch nicht sagen, aber Fußball ist Fußball und ich glaube, jeder strebt danach, ja, möglichst perfekten Fußball zu spielen und das ist dort auch so. Also auf dem Platz wird es eh immer passen, da bin ich einfach überzeugt und auch außerhalb vom Platz.